So, hallo meine Lieben. Heute wollen wir was für unseren Rücken machen. Dafür brauchen wir ein paar Materialien. Da haben wir einmal, könnt ihr euch aussuchen, wir brauchen zwei gleiche Gewichte und ein Gummiband, Gürtel oder sonstiges. Ich nehme dazu so ein Gymnastikband. Ihr könnt auch alles andere dafür nehmen. Ich erkläre aber bei jeder Übung, die wir machen, was genau dafür geeignet ist. So, sehr schön. Wir fangen an, erstmal wieder zu gehen, damit wir uns daran gewöhnen, überhaupt jetzt irgendwas zu tun, damit unser Körper ein bisschen merkt, dass wir jetzt was machen wollen. Hier auch wieder könnt ihr überlegen, wie hoch ihr die Beine nehmen wollt oder nicht. Na, jetzt fangen wir langsam an zu laufen. Auch hier wieder selbst die Entscheidung, wie schnell ihr lauft, wie hoch ihr die Beine nehmt. So, jetzt stellt ihr euch breitbeinig hin und einmal die Hand nach rechts und dann nach links. Damit unser Rücken auch ein bisschen aufgewärmt wird. Richtig schön weit strecken. Und das Atmen nicht vergessen. Durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Ich glaube, ich laufe gerade aus meinem Bereich raus. So, sehr schön. Jetzt wieder die Basisschritte, damit wir nicht aus der Bewegung rauskommen. In der Zeit erkläre ich die nächste Übung. So, als nächstes könnt ihr da, bei der Übung könnt ihr aussuchen, ob ihr die Beine mit weiterhin in Bewegung lasst oder stillsteht. Kreisen wir die Arme nach vorne, nach hinten, dann die andere Seite, wieder nach hinten und danach beide Arme. So, fangen wir an. Und erstmal der rechte Arm nach vorne. Jeder auch wieder entscheiden, wie schnell er das macht. Wenn einer Schulterprobleme hat, kann er das Ganze in Ruhe machen, so wie er kann. Und immer merken, sollte die Sache wehtun, ein bisschen ruhiger angehen lassen. So, und jetzt den Arm nach hinten kreisen. Jetzt der linke Arm nach vorne. Und jetzt der linke Arm nach hinten. So, jetzt beide Arme nach vorne. Und beide Arme nach hinten. So, sehr schön. So, jetzt braucht ihr entweder ein Gymnastikband oder ein Seil. Ihr könnt auch, wenn ihr habt, einen Stock nehmen. Das ist eigentlich völlig egal. Irgendwas, was oben die Arme gestreckt hält oder festhält.
Da, ich nehme das immer doppelt. Oder? So ist einfach. Da. Arme nach oben strecken. Jetzt zieht ihr die Arme hinter eurem Kopf nach unten. Einfach gerade runterziehen und wieder hoch. Wenn ihr ein Gummiband habt, könnt ihr da ein bisschen auch gegenziehen. Und das ist ein bisschen anstrengender. Da gibt es auch Gummibänder in verschiedenen Stärken. Da kann man sich das Ganze individuell einrichten. Hier auch wieder immer nur die Arme so weit runter, dass es nicht weh tut. So, sehr schön. So, als nächstes, wenn ihr ein Gummiband habt, nehmt ihr das Gummiband für die nächste Übung. Wenn nicht, könnt ihr zwei gleiche Gewichte nehmen. Ihr könnt dazu auch Wasserflaschen nehmen, 1,5 Liter, für Kinder 0,5. Das ist euch überlassen, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Wir stellen uns, wenn wir ein Gummiband haben, mit einem Fuß auf das Gummiband und ziehen die Arme nach oben. Ganz eng am Oberkörper. Rücken dabei möglichst gerade lassen. Solltet ihr kein Gummiband zur Verfügung haben, macht ihr genau dasselbe. Ihr setzt einen Fuß nach vorne, habt die Gewichte in beiden Händen und zieht die Arme nach oben. Die Ellbogen immer schön am Körper dran. Dass ihr den Zug im Rücken spürt. So, sehr schön. Als nächstes solltet ihr ein Gummiband nutzen, nehmt ihr beide Enden von dem Gummiband in einer Hand, nehmt die Hand aufs Knie und zieht mit einem Arm nur nach oben. So, solltet ihr ein Gewicht haben, macht ihr genau dasselbe, nur halt mit dem einzelnen Gewicht. Da könnt ihr auch immer selbst entscheiden, wie stark das Gummiband sein soll oder wie schwer das Gewicht ist. Das muss immer jeder individuell für sich selber wissen. So, jetzt wechselt ihr den Fuß, jetzt nehmt ihr den anderen Fuß nach vorne und
legt das Gewicht oder das Gummiband in die andere Hand. Wieder die Hand auf das Knie und weit nochmal schön ziehen. Wieder immer wieder darauf achten, dass der Ellenbogen ganz nah am Körper ist. Meine Wachtel will auch mit euch reden. Ich bin ja schon froh, dass die Wellenlittiche leise sind. Sehr schön. So, ihr bleibt jetzt wieder in den Basisschritten, um in der Bewegung zu bleiben. Ich erkläre die nächste Übung. So. Ihr könnt jetzt hingehen, ihr braucht zwei Gewichte, beides gleich schwer. Ich nehme jetzt Hanteln dafür, also Kurzhanteln. Ihr könnt auch Kettlebells nehmen, ihr könnt Gewichtssäcke nehmen, Flaschen, alles das, was ihr gerade zur Verfügung habt. Es muss nur gleich schwer sein. Ihr stellt euch breitbeinig hin, nehmt die Gewichte in jeweils eine Hand, habt die Arme an der Seite. Dann hebt ihr die Arme hoch und lasst sie wieder runter. Hoch und wieder runter. So lange, bis ich Stopp sage. Oder ihr nicht mehr könnt. Hier könnt ihr auch wieder selber entscheiden, wie schwer die Gewichte sein sollen. Kommt einfach darauf an, wie viel Kraft ihr in der Rückenmuskulatur und in den Armen habt. Sehr schön. Die beiden Gewichte legt ihr erstmal weg. So, jetzt braucht ihr ein einzelnes, etwas schwereres Gewicht. Ihr könnt auch dasselbe nehmen, was ihr gerade hattet. Entweder beide zusammen oder nur eins davon. Ihr nehmt das Gewicht in beide Hände. So, stellt euch wieder schulterbreit hin. Haltet es oben vor der Brust. Geht, wenn ihr in die Hocke geht, lasst ihr die Gewichte runter und hebt es danach über dem Kopf und wieder runter. Beim Aufrichten das Gewicht wieder vor die Brust. So, und los.
darauf achten, die Arme möglichst weit nach hinten über den Kopf strecken. Natürlich immer nur so weit, dass es nicht wehtut, aber schon, dass ihr die Belastung im Rücken spürt. Sehr schön. Legen wir das Gewicht einmal wieder an die Seite. So, geht einmal ganz kurz einen Schluck trinken und dann sind wir sofort wieder da. Und alle wieder vor dem Bildschirm. Nächste Übung, wir brauchen wieder die beiden Gewichte. Wir stellen wieder einen Fuß nach vorne, beugen uns mit beiden Gewichten nach vorne, Arme, weil wir hängen erstmal nach unten und dann ziehen wir die Arme zur Seite nach oben. Auch bitte hier darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt. Jetzt wieder das schwerere Gewicht nehmen. Ich habe eine Nachricht an euch alle. Okay, das war Stefan im Hintergrund, der wieder mit seinem Handy spielt. So, ihr denkt, das schwerere Gewicht oder halt eins von den beiden Gewichten. Wieder in beide Hände, nehmt es über euren Kopf und lasst es einfach nach hinten runter und wieder hoch. Bitte dabei immer schön achten, der Rücken bleibt gerade. Und das Atmen nicht vergessen. Und los. Sehr schön. Die Arme ausschlackern, einmal die Schultern kreisen lassen. Sehr schön. So, jetzt nehmt ihr wieder die zwei Gewichte. Ihr könnt euch natürlich selber immer, wenn ihr mehrere habt, könnt ihr euch aussuchen, welches Gewicht die haben. Ansonsten nehmt ihr die beiden, die ihr habt. Ihr nehmt die Gewichte neben euch
an die Oberschenkeln und diesmal zieht ihr nur die Schultern nach oben. Sonst nichts. Die Arme bleiben, wo sie sind und halten nur die Gewichte fest. Einfach nur die Schultern rauf und wieder runter. Rauf und runter. Nur die Schultern. Und los. Glaube ich, gerade die Fee nach Hause. So, da kam gerade die Fee nach Hause. So, also immer weiter schön die Schultern rauf und wieder runter. Sehr schön. So, als nächstes wollen wir noch ein bisschen uns noch ein bisschen allgemein bewegen. So. Nochmal schön die Schultern kreisen lassen. Bin ich ein bisschen aus dem Takt, aber ich komme gleich wieder rein. So. Genau, sehr schön. So, jetzt habe ich noch ein, zwei Übungen. Die haben wir auch aus, in dem ersten Video schon gemacht. Wir nehmen wieder einen Fuß nach vorne, beugen uns ein bisschen vor, so dass der Rücken schön gerade bleibt und nehmen die Arme nach oben und wieder runter. Dann immer den Fuß wieder zurücksetzen. Sprich, nach vorne und zurück. Vorne. Und zurück. Ah, Fuß zurücksetzen, nach hinten, nicht nach vorne. Ich sage ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Takt. Nach hinten den Fuß. Entschuldigung. So, also nach hinten den Fuß nach hinten setzen, Arme nach oben. So, und das wieder eine Minute lang. Jeder so schnell, wie er kann. Hierbei auch wieder jeder entscheidet, wie weit er mit dem Oberkörper nach vorne geht oder wie weit er mit den Beinen nach unten geht. So, jetzt das Bein wechseln. Immer weiter schön die Arme nach oben, nur das andere Bein jetzt nach hinten. Sehr schön. Wieder die Basisschritte. So, als nächstes drehen wir uns zur Seite, den Arm über unserem Kopf, schön ausholen und runter. Wieder hoch bis zu unserem Fuß runter. Wer es soweit nicht schafft, kann auch so
bis zur Hälfte gehen. Und los. Und die Seite wechselt. Jetzt auf die andere Seite. So, sehr schön. So, wieder den Basisschritt. So, als nächstes wollen wir uns noch ein bisschen dehnen. Noch ein paar Minütchen. Dafür fangen wir erstmal wieder oben mal mit den Armen an. Wir nehmen eine Hand, strecken sie zur Seite weg und ziehen den Arm zur Seite. Du hast es mehr als verdient, dass wir dich mit garantiert hygienisch sauberer Arbeitskleidung versorgen. Wieder hier bitte darauf achten, nicht gegen das Gelenk zu drücken, sondern gegen den Oberarm. Mensch, Hara, schön, dass du da bist. Komm, ich will dich ruhig. Klar, gerne. Stopp, Pfeffer, Schuhe bitte aus. Hier hätte mein schneeweißer Perserteppich gelegen. Hätte? Ja, und schau mal hier draußen. Hier hätte ich meinen Pool gehabt. So, Arm wechseln. Hey, und Harald, wenn ich das schon beeindruckt, warte mal ab, was ich in der Garage hätte. Machen Sie jetzt Schluss mit Hätte und direkt an die Finanzvorsorge von der Jungen Sparkasse, damit Sie zu spät abgesichert sind. Einmal für alles, alles für den Kopf. Einen Arm über den Kopf, hinter den Rücken, schön wieder hinten, schön selber auf den Rücken klopfen. Wieder darauf achten, wenn es weh tut beim Dehnen, ein bisschen weniger Druck rein, ein bisschen locker lassen, weil man dabei keine Schmerzen haben soll. So, jetzt den Arm runter, jetzt den anderen Arm. Achtet bitte darauf, dass ihr euren Kopf, also euren Nacken nicht nach unten drückt mit dem Arm, sondern dass der Rücken schön gerade bleibt. Ausstrecken. Sehr schön. So, jetzt ziehen wir einmal die Hände gerade auseinander nach hinten. Ja, ein bisschen Wippen machen. Und nach vorne. Richtig schön, wenn ihr nach vorne geht. Erstmal ganz weit auseinander. Um die Brustwirbel, also um die Brustmuskeln und die Sehnen und alles ein bisschen zu dehnen. Und dann nach vorne, schön zum Katzenbuckel. Wieder auseinander und wieder zum Katzenbuckel.
schön. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Training wieder. Auf Wiedersehen!